Hallöchen und willkommen zurück zu Monster Train. Wir versuchen den letzten Banner freizuschalten. Und gucken, ob es funktioniert. Ich möchte jetzt nämlich langsam mal hier die Paktränge angehen. Wir werden einen Tank basteln. Ja, wir versuchen das mal. Nugget-Einheiten als... Wir nehmen das mit den Nugget-Einheiten. Das mit den Buffs ist zwar auch nice. Ja, aber mal gucken, ob wir mit den Nuggets irgendwas hinbekommen. Okay, dann müssen wir sowieso direkt mit den Nuggets anfangen. Wir tanken hier einmal und ja, der Rest ist egal. Ein bisschen dumm. Wir haben nur 10 Schaden gemacht. Und der hat gleich wieder 5 geheilt. Was ein Scheiß. Okay. Wir versuchen, das hier ein bisschen auszugleichen. Wir haben eh so viele Punkte jetzt gerade. Wir stellen hier oben auch gleich noch einen hin. Okay, goodie. Dann stirbt er wenigstens schon mal. Und wir tanken den Hit. Bye! Okay. Die Fackeln weg. Das ist alles egal. Das ist alles egal, egal, egal. Dann stellen wir hier noch einen hin. Nee. Wir gucken mal, was wir auf die Hand gemischt kriegen. Es kommen nämlich alle Karten nochmal neu. Achso, ja, der stirbt sowieso. Dann passt das. Das ist auch nice, dachte, dass wir doch ausbrennen, live dazu kriegen. Okay. Eine Einheit reformieren. Eine kleine Bombe. Und ne, komm. Ich nehme den Harzwachser, so wie sonst auch. Und mehr Platz, jawohl. Ich mag die Glutentzugsachen nicht. Kann sein, dass die vielleicht richtig krass sein können, aber irgendwie fühle ich die nicht so. Ja, die Zauber aufwerten bringt nicht wirklich was. Aber. Oder wir haben nichts, was wir wirklich aufgewertet bräuchten. Nö. Dann holen wir uns erstmal noch eine Einheit dazu. Wir nehmen die gute Dame, einfach um den Harzwachser in Kombination zu benutzen. Multischlag geben wir auf... Moment, 2... Ob ich ihm jetzt zweimal 10 Angriff gebe oder einmal 10 Angriff und nochmal Multischlag, kommt das gleiche raus. Wir geben ihr Multischlag. Und haben zu wenig Cash für den Rest. Oh no. Oh no. Was habe ich getan? Alright. Wir werden hier ordentlich aufräumen. Und ordentlich live generieren. So. Hier unten ist ständig schon mal alles im Eimer. Nice. Extra Kohle. Oh, schade, dass wir hier unten nichts verfüttern können. Alright. 6 ausbrennen, 8 ausbrennen. Das passt soweit. Die... Du kommst hier oben rein, du kommst hier hin. Hier oben packen wir noch einen Zugwärter hin und das war's dann auch schon. Das sollte eigentlich reichen, oder? Ah, er stirbt halt schnell wegen... wegen den Dornen. Aber... müssen nichts mehr machen. Deswegen machen wir auch nichts mehr. Alrighty. Oh, noch ein... Komm, wir nehmen noch einen mit. Und wir opfern vielleicht mal was, wenn wir irgendwo Platz schaffen müssen. Mal gucken, ob wir die Karte direkt zur Hand kriegen dann. Kopieren ein... Nee, wir gehen hier rüber. Holen uns erstmal ein Artefakt. Ah. Verbrauchskarten heilen uns. Wir nehmen das mit. Dann... 5 Gesundheit und 5 Schaden bei Sättigung. Nee, wir nehmen den.
Und dann die Höhle. Noch nur der Markt. Wir nehmen von den Umbra was? Ne, wir nehmen von den schmelzenden Relikten was. Vielleicht kriegen wir ja hier... Wie heißt's? Also hier könnten wir Heilung holen, hier könnten wir Ausbrennfähigkeiten dazu kriegen. Jo. Wunderbar, könnte uns helfen, wenn die Dame des Hauses nicht an Bord ist, aber wir den Herzwachser ziehen und die Karte auf der Hand haben. Ah, Daedalus, sein Zeug explodiert doppelt. Das ist vielleicht nicht ganz so cool. Oh, kommt die Bombe gleich unten hin. Puff. Ah. Stirbt zwar, aber wir heilen hier hinten. Es geht noch einer drauf. Ah, dann packen wir den noch mit dazu. Ah, das Problem. Ah, wir haben keinen Treibstoff. Nicht genug Glutasche für den Treibstoff. Okay, dann tankt er das einfach. Okay, 19. Wir stellen den als Tank noch davor. 10, okay. Dann... Ah, du kommst hier oben hin. Und wir geben ihm noch ein bisschen was. Wir brauchen Treibstoff. Moment, er macht 2 Damage. Machen wir so. Die frecken alle. Okay, er verreckt auch. Das ist dann aber egal. Da machen wir hier noch ein bisschen Schaden. Ah, der brennt aus. Nicht ganz so cool, ne? Okay, das dürfte jetzt so ziemlich die letzte Runde sein. Oh, hier oben verrecken wir auch. Das ist schön. Okay. Moment, die kommen ganz nach oben. Oh, da muss ich da aber noch was hinstellen. Ja, toll. Der stirbt dann trotzdem. Stell hier auch noch mal einen hin. Die kommen jetzt zwar ganz nach oben direkt, oder? Okay. Wir machen das so. Wir opfern den Dödel. Okay, was haben wir hier Schönes? Wir blockieren etwas Schaden. Das schmeckt. Dann hier noch ein Schadensschild und... Und der hat Eile. Dann packen wir den hier hin. Alrighty, letzte Welle. Hier oben passt alles. Stirbt, stirbt. 105. Und wir haben nur Nuggets. Okay. Dann tanken wir da schon mal einen Hit. Nehmen hier Lebensraub. Jetzt haben wir's. Okay. Wunderbärchen. Ordentlich abgeerntet. Was nehmen wir? Oh. Ja, wir nehmen das Ding. Müssen mal gucken, ob wir dies vergünstigen können. Ja, und verrechnen auf jeden Fall. Und deutlich mehr Platz. Oder was heißt deutlich mehr Platz? Auf jeder Ebene einen mehr Platz. So, heilen. Ja. Da gehe ich lieber hier rüber. Wir ernten noch mehr. Und haben Kohle für eigentlich alles.
hier, du kriegst was zum Tanken. Du kriegst schon mal Ausbrennen mit dazu. Multischlag. Ja. Wir rollen hier nicht nochmal. Ja gut, dann heilen wir uns um 0. Schön, ja. Dann 6 Angriff. Nope. Das lassen wir schön bleiben. Oh, schön, dass wir die hier gleich am Anfang kriegen. Oh ja, klasse. Wow. Dann machen wir auch mal 24 Schaden und das war's. Okay, du kommst hier rein. Ah, ich kann ihn nicht mehr opfern. Oh, shit. Eieieiei. Sterben beide. Puh. Du hältst 2 Runden. Das Problem ist, wir brauchen sie hier. Und die wird in 2 Runden nicht nochmal gezogen. Wie viel Treibstoff hast du? Ach, ist es... Wieso ist die Nee, Brennstoff 1. Okay. Dann müssen wir hier oben für Brennstoff sorgen. Oh, Verzauberung, leck mich dran. Oh, und jetzt kommt er durch. Oh. Oh, shit. Dann muss ich das so machen. Oh, no. Okay, wir sorgen für Brennstoff. Und hier unten sorgen wir für extra Schaden? Wir opfern einfach mal was, ne? Na, plus 33. Oder plus 30 jetzt. Plus 3 für den anderen. Aber Hauptsache ein bisschen Schaden reingedrückt. Nice. Oh, Moment. Wir stellen hier noch einen rein. Nehmen das. Ah, reicht auf jeden Fall noch. Und hier unten nehmen wir noch einen Dude rein. Hier? Ja gut, du würdest überleben. Und du auch. Hauptsache wir machen da schon mal 0 Schaden. Hey. Ast rein. Okay, die verrecken beide. Oh, der verreckt auch gleich. Dich heben wir noch ein bisschen auf. Wir müssen gucken, dass wir die Dame irgendwo hinstellen können. Nicht das Verzaubern triggern. Okay, dann kriegst du Lebensraub. Und hier oben geben wir Treibstoff dazu. Und wir tanken den Schlag. Alright. Die letzte Welle sorgt für 290 Schaden. Jetzt haben wir die Trolle am Start. Überlebt das? Ah, weil wir zuerst getötet werden. Ist aber nicht so cool. Dann stellen wir die Trolle hier hin. Dich opfern wir? Oder warte, müssen wir? Müssen nicht, können aber. Brauchen wir gar nicht. Wir können eh nicht so viele Nuggets. Und komm. Dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Okay. Wir stellen den Lebensraub-Dude hier hinten hin. Dann den stellen wir vorne hin zum Tanken. Wunderbar. Damit hat sich's. Das sind die kleinen Dinge. Ja, das mit dem Ernte ist richtig nice. Vor allem in der Kombination. Schnicke. Dann die Tarnung. Ja, wir haben momentan nichts mit erlöschen. Dann nehmen wir die Tarnung mit.
Und das Schadensschild. Vielleicht können wir es günstiger zaubern. Dafür müsste ich hier auf die rechte Seite. Das ist auch angebracht, weil wir eh nicht heilen müssen. So, neues Artefakt. Ja. Ich habe eh nicht vor, jemanden in die Höllenglut zu lassen. Dann Magie. Wir könnten das mit Verbrauch reinklatschen. Das macht einfach nur 20 mehr Schaden. Oh, okay. Das bringt schon mal gar nichts. Passiv oder offensiv? Wir nehmen heute das Offensive. Boah, dann war's das hier auch schon. Was bringt uns die Hölle? Das mit der Verbannung ist halt. Machen wir das auf den? Wir haben eh so viele davon. Hätte auch auf einen Gleisarbeiter nehmen können. Zugbegleiter, nicht Gleisarbeiter. Das ist ein bisschen was anderes. Nicht bloß an den Stellen die gesamte Gesundheit wieder her, wenn sie hochkommen. Ja, bei ihm ist es halt ein bisschen Aber der generiert eh Rüstung. Komm, wir machen das mal. Ich möchte das Relikt haben. Alright, dann bauen wir den schon mal oben auf. Wir können alles spielen. Den Treibstoff verbraucht er jede Runde eins oder nur wenn er... Ich glaube, der braucht jede Runde einen Treibstoff, ne? Okay. Das sieht doch so schon mal interessant aus. Wir machen jetzt aber keinen Schaden. Aber wir fressen uns die Hucke voll. Da packen wir noch so ein Dude rein. Dann ist hier genau... Oh no. Und der überlebt auch. Damn. Ach, komm. Dann spielen wir den Dödel. 29 Schaden, das ist doch... Oh, die versterben alle, weil ich hier... Ja, okay, okay. Das nehme ich so mit. Halt, der hat verzaubern. Okay, 3 Life und Schadensschild. Könnte man hier machen? Wir stecken alles hier unten rein. Komm, wir geben dem ein bisschen Saft. Und hier? Komm, stopfen wir ein bisschen voll. Schade, dass der bis ganz nach oben gekommen ist. Das Problem ist... Wieso habe ich den Brennstoff? Braucht der nur den... Moment, braucht der den Brennstoff zum Angreifen einfach nur? Hier steht, diese Einheit kann nicht angreifen, es sei denn, sie hat Brennstoff. Ja gut. Wenn sie einen verschlingt, erhält sie Brennstoff, aber... Verbraucht die keinen, wenn kein Gegner dasteht? Ist das so? Kann man da die Tarnung anwenden? Wir geben ihm mal noch mehr Brennstoff. Okay. Schon mal für später. Und hier machen wir die Tarnung rein. Er hat auf jeden Fall Brennstoff minus 1. Mal gucken, ob das jetzt nach der Runde auch ist. Schaden.
Ja, was machen wir denn jetzt? War vielleicht nicht ganz so schlau. Ja, Landschaft minus 1, obwohl er nicht angegriffen hat. Okay. Minus 66. Puh. Scheiße, dass ich Opfer nicht eher auf der Hand habe. Oh, ich hätte ihn auch noch oben reinstellen können vorher. Ups. ...132. Immerhin. Aber wir kriegen aufs Maul. Er hat keinen Angriff, aber er spawnt auch keine Viecher mehr. Das ist echt schade. Aber das wäre ein bisschen überpowered. Überpowered? Overpowered, egal. Ja gut. Verreckt. Passt. Schade, dass wir da oben dreimal aufs Maul gekriegt haben. Okay. Du bist verbannt. Sorry. Wir haben doch keine. Okay, jetzt haben wir welche. Ja, komm, wir nehmen das. Falls wir mal unten so richtig vollstopfen wollen. Dann können wir zwar unten nichts mehr bauen, aktiv, aber ist wenigstens vollgestopft. Wollen wir was kopieren? Hier kann ich kopieren, heilen und Geld kriegen. Ja, komm, wir gehen mal hier rüber. Wir holen uns die Kohlen. Und kopieren. Was kopieren wir uns denn Schönes? Den Dürl? Ah, die werden... Ich glaube, die kommen direkt hinter ihn, oder? Ah, ist das aber auch nicht so prickelnd. Wir holen uns noch einen Nugget Farmer. Einen für unseren Champ, einen für dieses Konstrukt. Multischlag und Wut. Ah. Ah. Mal gucken. 25 Life, das überleben wir noch. Yo. Dann opfern wir dich. Das gibt auch schon Ernte. Schnieke. Dann kriegst du auch schon mal den hier und den und den. Und du kommst hier oben hin, weil du da nicht verreckst. So. Dann. Okay, der Nugget-Formel überlebt das. Geht doch kein Schaden, okay. Wir kriegen 33 Life dazu. Hier oben. Machen wir so für ein klein bisschen Schaden. Und für eine Glutasche mehr. Ach, und der ist dann gleich verreckt. Okay. Wir stellen uns hier hin. Ja, kriegen halt aufs Maul jetzt dann. Ja, der Einzige, der angreifen wird, ist der kleine Nugget. Dann bringt es auch eigentlich nichts, das Ding hier zu... umzuklatschen. Wir stellen die gute Frau hier hin. Und du kommst... nirgends hin. Na, wir kriegen aufs Maul. Ein bisschen arg schlecht. Ja, auf 89 runter. Es geht schlimmer. Es geht definitiv schlimmer. Oh, Reichweite. Tschüss. Dann brauche ich da eigentlich gar nichts mehr hinstellen. Er hier könnte noch ein bisschen Schaden machen.
Na super. Wir halten etwas Schaden ab. Kriegt immerhin nur 7. Dich könnten wir noch hier hinten dran stellen. Oh, ich hab's vorher noch gesagt, ne, mit der Reichweite. Oh. Oh Mann. Kriegen schon wieder aufs Maul. Oh, die zweite Ebene total verwaist. Nur noch die nette Dame ist da. Wir heilen für 5. Dann kommt hier ein Harzwachser rein. Oh, hier verreckt auch alles da oben. 37? Das wird ausgelöst, wenn die einer anderen Einheit den Todesstoß versetzt und die hat... Die hat doch nicht 17 Viecher getötet. Was läuft denn... Oh, ja gut. Ja gut. Ach halt, die bräuchte, die müsste ja nur 9 getötet haben. Und das geht schon hier. Hier oben, zack, einmal mit Reichweite. Also die haut oben dann ordentlich rein. Vor allem mit Reichweite brauche ich da auch nichts mehr hinstellen. Alter, die swipet unsere ganze Ebene weg. Oh. Damn. Das ist doch pervers. Das ist doch pervers. Oh, der wird uns... Tötet uns der jetzt da oben. What? What the fuck? Wow. Ja gut. Dann probieren wir das jetzt gleich nochmal. Aber ja, ich probiere es gleich nochmal. Ihr seht das in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.